Es macht mich sowas von aggressiv. Ah! Aua, mich juckt. Wow, Hallöchen Popöchen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Ich habe mich heute mal ein bisschen schicker gemacht. Ich habe nicht nur wunderschöne Schleifen in den Haaren, ich habe auch, wie ihr seht, neue Nägel. Das sind einfach die krassesten Nägel, die ich jemals mir machen lassen habe. Wenn die nicht absolut krass aussehen, dann weiß ich auch nicht, was abgeht. Das sind mit Abstand die längsten Fingernägel, die ich jemals in meinem ganzen Leben hatte. Und ich bin mir sicher, dass manche von euch mich schon vielleicht ein bisschen länger verfolgen. Dann wisst ihr nämlich, dass ich die nicht einfach so trage. Ich hasse lange Fingernägel. Ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Bei anderen finde ich es voll cool und voll schön, aber ich weiß nicht, ich komme irgendwie damit nicht klar. Und ich dachte mir, ich werde jetzt mal probieren, mein komplettes Make-up mit XXXXXXXL-Nägeln zu machen. Aua, mich juckt. Und ich dachte, ich werde jetzt mal eine Make-up-Challenge machen, und zwar die Long Nails Make-up-Challenge. Ich glaube, ich werde absolut durchdrehen, denn diese Fingernägel, sie sind so schwer. Sie machen die ganze Zeit Geräusche. Und sie sind einfach so lang. Man kann sich nicht in der Nase bohren, man kann sich nicht richtig kratzen. Es ist einfach schlimm. Ich sehe aus wie diese eine Figur da oder wie Shirin David. Mal schauen, wie mein Make-up am Ende aussehen wird und ob ich das überhaupt hinbekomme, einen Eyeliner zu ziehen oder mir die Augenbrauen zu machen. Das werden wir jetzt alles, gemeinsam rausfinden. Und deswegen starten wir jetzt erstmal mit dem ersten Make-up-Schritt. Ich habe hier auch schon... vor mir meine kleine Make-up-Tasche liegen, damit ihr es auch mal seht. Ich werde nämlich immer von hier die Make-up-Sachen rausnehmen. Das heißt, ich muss sie auch irgendwie greifen. Und wir fangen selbstverständlich an mit Primer. Das heißt, ich hole jetzt hier erstmal Primer raus. Ich weiß aber nicht, wie. Wie kriegt man Primer hier raus? Ich habe ihn! Oh mein Gott, es fühlt sich ganz merkwürdig an. Ich benutze jetzt hier diesen Primer von Make-up Revolution. Der ist schon fast leer. Und trage den auf... Ich habe auch ein bisschen Schiss, dass ich mir meine Augen damit irgendwie aussteche. Denn ganz ehrlich, für solche Nägel bräuchte man eigentlich einen Waffenschein. Okay. Oh! Primer ist drauf. Jetzt muss ich das Ganze noch verblenden. Okay, verteilen geht eigentlich relativ gut. Oh mein Gott. Fühlt sich so schlimm an. Boah, und es macht die ganze Zeit Geräusche. Das würde mich wirklich sowas von nerven. Okay, ich glaube, Primer ist eingearbeitet, oder? Okay, ich hoffe, das Ganze sitzt. Wir machen weiter mit Foundation. Die ist ganz weit hier unten. Ah, mein Nagel fliegt ab. Okay, hier ist die Foundation. Hä? Ich hab sie! Die Foundation, die ich jetzt benutzen werde, ist die neue von Huda Beauty. Das macht mich so kirre. Aufschrauben geht eigentlich ganz einfach. Schreibt mir... Aua! Ich habe gerade mein Auge fast ausgestochen. Aua! Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, ob ihr gerade lange oder kurze Fingernägel trägt. Ich muss hier... auch wieder zumachen. Und jetzt kommt die Challenge aller Challenges. Wie soll ich diese Foundation jetzt ausblenden? Ich glaube, ich hebe den Sponge einfach so. Oh mein Gott. Normalerweise würde ich den Sponge ja so halten. Aber wenn ich ihn so halte, dann geht der Sponge nicht an mein Gesicht. Deswegen muss ich ihn irgendwie so halten. Ich glaube, ich habe viel zu viel Foundation aufgetragen. Mein Nagel fliegt! Nein! Du bleibst dran. Wundert euch nicht, warum ich immer hier in diese Richtung schaue. Da ist ein großer Spiegel und da sehe ich ein bisschen besser. Boah, das macht mich so verrückt, dieses Geräusch. Oh, es macht mich sowas von aggressiv. Ich probiere es mal mit dem Pinsel. Wisst ihr auch, was das Problem ist? Normalerweise wäre ich jetzt schon bei Bronzer oder so, aber man braucht für alles so lange. Es sieht katastrophal aus. Ah! Ich würde im Alltag niemals damit klarkommen. Das tut vor allem auch richtig hardcore an den Nägeln weh. Also an meinen richtigen Nägeln, weil das so schwer ist. Die Foundation ist relativ gut eingearbeitet, würde ich sagen. Normalerweise würde ich es halt innerhalb von, keine Ahnung, 30 Sekunden schaffen, meine Foundation perfekt einzuarbeiten. Jetzt habe ich 3 oder 4 Minuten gebraucht. Und es sieht immer noch so ein bisschen fleckig aus. Aber lassen wir es mal so. Gehen wir rüber zu Concealer. Und der ist sehr klein. Der Concealer ist hier unten. Mist, wie komme ich da dran? Hab ihn!
Ich benutze heute den Hourglass Concealer. Den mag ich richtig gerne. Und probiere den jetzt erstmal aufzudrehen. Man sieht einfach den Concealer nicht. So, das sollte eigentlich relativ gut gehen. Hier, ein bisschen da. Okay, Concealer ist aufgetragen. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich wieder verblenden. Während ich hier gerade den Concealer ausblende, erinnere ich euch gerne nochmal daran, unten meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Wenn ihr mehr solcher verrückte Challenges sehen wollt, dann lasst mich das auch unbedingt unten in den Kommentaren wissen. Dann kann ich mich mein Content auch so ein bisschen auf eure Wünsche anpassen. Oh, ich kann nicht mehr. Das ist so anstrengend. Oh je, oh je. Ich bin gespannt, wie am Ende mein Make-up aussehen wird. Aber die... Au! Alter! Ich habe mir volle Kanne das gerade hierher gerammt. Oh Mann. Der Concealer ist jetzt auch relativ gut ausgeblendet. Normalerweise sieht es besser aus. Ich schwöre. Oh mein Gott. Kann ich ein Herz machen? Oh mein Gott. Wie süß ist das? Wir sollten weitermachen mit Bronzer. Der ist hier unten. Warte, ich bin ein Greifarm. Greifarmautomat. Da ist er. Als Bronzer benutze ich den hier von Milk Makeup in dieser Mini-Variante. Oh nein. Das tat weh. Okay, ich drehe den auf. Und jetzt tupfe ich mir den Bronzer einfach so ein bisschen aufs Gesicht. Oh mein Gott, man hat ja gar keine Kontrolle. Das ist eine Katastrophe. Ich glaube, nach diesem Video habe ich eine schiefe Nase, weil ich die so schlecht gebronzt habe. Dafür benutze ich wieder den gleichen Pinsel, weil der ist echt richtig gut. Ich benutze ihn für alles. Und verblende den Bronzer die nächsten 5 Minuten lang. Ich frage mich, wie viele Menschen es da draußen gibt, die auf Ernst jeden Tag solche Nägel tragen. Und vor allem habe ich so Respekt davor, denn ich kann nicht damit, also es macht mich wirklich ganz kirre. Ich könnte damit nicht einen Tag aushalten. Wir könnten vielleicht mal eine Challenge machen. Hättet ihr darauf Lust? 24 Stunden mit XXL-Nägeln. Vielleicht mache ich das mal mit dem Sinan auf unserem gemeinsamen Kanal. Denn der Sinan und ich, wir haben jetzt einen gemeinsamen Kanal. Und zwar Life Buddies. Das ist der erste Link unten in der Infobox. Und da könnt ihr mal vorbeischauen. Da machen wir nämlich so verschiedene Challenges. Wir machen ernste Videos. Wir machen Spaßvideos. Und ich glaube, es wäre ein cooles Video, wenn wir beide mal 24 Stunden mit solchen Krallen überleben müssten. Jetzt noch hier oben verblenden. Hey, das hat sogar einigermaßen gut funktioniert. Ich gehe selbstverständlich wieder mit dem Sponge drüber. Aua! Hey, gar nicht so schlecht, oder? Meine Hände sind total verschmiert mit Foundation und sowas. Das kann ich leider nicht ändern jetzt. Und meine Nägel sind echt richtig strapaziert gerade. Aber umso besser, wie ich das gerade hier meister. Dafür möchte ich auf jeden Fall unten ein Like haben. Der nächste Step wäre Blush, also Liquid Blush. Oh Mann, wie kriege ich... Ey, die größte Challenge ist wirklich, die Sachen hier rauszukriegen. Ah, hier. So geht's. Als Blush benutze ich heute diesen hier von MAC. Der ist so ein bisschen squishy oder bouncy. Also das ist der, wo man so reindrücken kann. So, ja, der schaut so aus. Und damit werde ich jetzt mal auch mit dem gleichen Pinsel wieder hier reingehen und Blush auftragen. Ja, das funktioniert wirklich gut. Aber ich muss sagen, der Pinsel rettet mir wirklich so ein bisschen mein Ass. Geht voll, oder? Also ich dachte, es wäre irgendwie sogar noch schwerer. Ich bin mir halt auch sicher, dass wenn man solche langen Nägel hat, dann hat man halt so viel Routine und so viel Übung, dass man wirklich mit diesen Nägeln klarkommt. Ich gebe noch ein bisschen so auf meine Nase. Ihr wisst ja, ich liebe diesen Look. Und dann gehe ich wieder mit dem Sponge drüber, diesmal mit der anderen Hand. Ich würde jetzt als nächstes abpudern. Und dafür habe ich... Oh, das ist so schwer hier rauszukriegen. Hier, oh, dieses Puder. Und schaut mal, wie krass ich das einfach schon benutze. Ich liebe das. Das ist von Charlotte Tilbury. Das ist so gut. Und ich habe natürlich auch hier einen Puderpinsel. Shake your fingers for me. Shake your fingers for me. Irgendwie fühle ich mich gerade auch so richtig so besonders und glamhaft. Und da fällt mir gerade ein, schätzt mal in den Kommentaren, wie viel diese Nägel gekostet haben. Ich werde dann auf den Kommentar antworten, der es richtig hat. Okay, ich muss sagen, es funktioniert echt gut. Also man kann hier einfach easy ins Puder reingehen und dann auch easy abpudern. Ich habe es mir irgendwie schwieriger vorgestellt. Ich glaube aber, Eyeliner wird eine Katastrophe. Als nächstes kommt eine Riesen-Challenge. Und zwar würde ich jetzt mal meine Augenbrauen machen. Dafür habe ich hier einer meiner Lieblings-Augenbrauenstifte. Das ist, oh mein Gott, seht ihr den überhaupt? Der von NYX Cosmetics, der Lift and Snatched Eyebrow Pencil. Der ist so geil. Ah! Ah! Boah!
Das ist so eine ganz kleine Filzmine oder so, ja, es sind noch so Härchen. Und damit kann man sich einfach so kleine Härchen ziehen. Dafür brauche ich aber wirklich wieder der Spiegel. Das geht überhaupt nicht gut, weil die Farbe ist recht dunkel. Und da muss man wirklich so richtig mit so einer richtig leichten Finger da drin gehen. Und man hat absolut keine Kontrolle hier über das Produkt. Seht ihr? Au! Seht ihr das? Ich habe einfach richtig reingeschissen. Egal. Jetzt kommt die nächste Seite. Das ist wirklich eine richtig Hardcore-Challenge. Oh mein Gott, scheiße. Ich gebe gerade hier wirklich mein Bestes. Aber auf der linken Seite sieht meine Augenbraue so schlimm aus. Keine Ahnung, was hier passiert ist, aber ich habe hier gar keine Kontrolle. Und hier ist einfach ein riesen schwarzer Strich. Und bevor es noch schlimmer wird, lasse ich das Ganze mal. Jetzt kommt Lidschatten. Da bin ich guter Dinge. Ich glaube, das könnte was werden. Und da benutze ich die Lidschattenpalette vom Marvin, und zwar die Actually Gorgeous Palette. Und wenn das hier kein perfekter Platz für dieses Video ist, weiß ich auch nicht. So schaut die Palette aus. Richtig, richtig schön. Vor allem drin. Ihr müsst euch das mal geben. Das ist so pretty. Das sind einfach die perfekten Glamour-Farben. Und wenn jemand für seine Nägel bekannt ist, ich finde, dann ist es Marvin. Marvin, an dieser Stelle, wenn du das siehst, schreib mir bitte, wie man damit klarkommt, weil das ist echt heftig. Meine Finger machen währenddessen übrigens die ganze Zeit so ein Workout, weil die so schwer sind. Die erste Farbe, in die ich reingehe, ist dieses leichte Pink hier unten. Das ist die Farbe Süße Maus. Und die trage ich mal über mein komplettes Lid auf. Wasser trinken mit langen Nägeln ist approved. Ah! Ich gebe die Farbe über mein komplettes Lid und die ist wirklich richtig gut pigmentiert. Ich weiß nicht warum, aber das Ganze funktioniert irgendwie besser auf der linken Seite und nicht auf der rechten. Boah, die Farbe schaut so schön aus. Boah, das könnte auch eine richtig tolle Blushfarbe sein, fällt mir gerade auf. Es gibt aber noch eine Farbe, und zwar die Farbe In Your Face. Boah, irgendwie verleihen mir die Nägel eine andere Attitude, die ich normalerweise nicht habe. So, das ist so ein richtig krasses Pink. Das gebe ich jetzt auch hier nochmal auf. Hey, die Lidschattenpalette passt voll zu den Nägeln. Fällt mir gerade auf. Eine Frage, die ich mir gerade stelle. Glaubt ihr, man kann sich mit diesen Nägeln den Po abwischen? Das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube nämlich, wenn man sich den Po abwischen würde mit diesen Nägeln, dann würde das Klopapier reißen und man hätte Kacki an der Hand. Ah, man kann ja nicht mal richtig popeln. Das sieht pretty aus. Oh mein Gott, ich habe so ein schönes Augen-Make-up. Ich sag euch jetzt YouTuber, mit denen ich super gerne ein YouTube-Video drehen würde, okay? Erstens Alicia Marie. Fun Fact, wir haben das schon so oft geplant und ich war bei ihr zu Hause schon mehrmals und wir haben uns jedes Mal so verplappert, dass wir einfach keine YouTube-Videos zusammen gedreht haben. Richtig random. Und ich würde super gerne mit der Hatice ein Video drehen. Ich liebe sie nämlich. Also mit der Hatice Schmidt. Und sie war damals in Anfängen meiner YouTube-Ära, YouTube-Karriere, wie auch immer, TikTok-Karriere, mein größtes Vorbild. Kein Witz. Ich habe diese Frau auf der Glow getroffen und ich war so... She's so pretty. Ich liebe sie. Ich liebe Hatice. Ah, ich habe auch die Produkte von Hatice hier. Aber die werden wir später benutzen. Deswegen schreibt ihr mal in die Kommentare, dass ich ein YouTube-Video mit ihr drehen möchte. Ich gehe jetzt hier übrigens in die Farbe Wet Dreams. Das ist so ein richtig krasses... Soll ich das euch zeigen? So ein richtig krasser Schimmerton. Das sieht iconic-mäßig aus. Und den werde ich jetzt mit meinen Fingern auftragen. Okay, seid ihr bereit? Oh mein Gott, das fühlt sich so falsch an. Wow! Alter, warum benutze ich diese Palette so wenig? Wie krass sieht es aus? Oh, die werde ich in meinen nächsten Urlaub mitnehmen. I like it. Ich gehe jetzt noch in die Farbe Moonlight, um das Ganze noch ein bisschen zu toppen. Das Ganze mache ich selbstverständlich noch auf der anderen Seite. Ich glaube, ihr seht gar nicht, was ich mache, weil die Nägel alles verdecken. Oh, mit dem kleinen Finger geht es auf jeden Fall besser. Was sagt ihr? Kann ich so rausgehen? Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert, bin ich ehrlich. Vielleicht seht ihr mich jetzt nur noch mit solchen Nägeln. Also bis jetzt ist das Make-up approved. Die Augenbrauen schauen jetzt nicht so schön aus, wenn ihr mich fragt. Aber sonst ist alles ganz in Ordnung. Jetzt kommt, glaube ich, der schwierigste Part ever. Und zwar machen wir jetzt Eyeliner. So langsam habe ich jetzt auch raus, wie man die Sache nimmt. Dann haben wir hier den Eyeliner und das wird jetzt eine Challenge, ich sag's euch. Warum passiert das immer? Concentration, Leute. Wir schaffen das. Boah, ich habe halt auch so hardcore... Ich wusste, dass es passiert. Was ist das?
Ich komme gerade ins Schwitzen. Ich bin gerade komplett konzentriert. Ja, jetzt nur noch hier hinten. Also ist jetzt nicht der beste Eyeliner, den ich jemals gezogen habe, aber ein bisschen akzeptabel, würde ich sagen. Schaut mal. So schlecht ist es gar nicht. Jetzt muss ich das Ganze nur noch auf der anderen Seite hinbekommen. Oh. Ich glaube schon reingeschissen. Ich glaube, ich hab's. Okay, ich gebe zu, auf der Seite ist der Eyeliner nicht so richtig gut geworden. Und symmetrisch ist definitiv was anderes. Aber ganz ehrlich, man kann nicht alles im Leben haben. Bis jetzt, ich fühle mein Make-up. Jetzt fehlt nur noch Mascara auf den Augen. Wimpern werde ich heute nicht kleben, denn ich hatte erst ein Lash-Lifting. Und da möchte ich jetzt ungern Kleber reinhauen. Als Mascara nehme ich übrigens eine von Clinique. Ich weiß aber nicht mehr, welche das ist, weil die Aufschrift ist schon so weg. Oha, das war gefährlich. Und tusche meine Wimpern. Das funktioniert auch super. Vielleicht freunde ich mich doch noch mit diesen Nägeln an. Okay, ich habe gekleckert. Okay, wir ignorieren das einfach mal, dass ich gekleckert habe und machen jetzt die andere Seite. Oh, das geht gar nicht. Okay, warte, ich muss eine Lösung finden. Ich halte die Mascara einfach so. Das funktioniert. Oh. Hey, ja, ich fühl's, sag ich euch ehrlich. Mein Nagel wird schon wieder auch abfallen. Ah! Aber so ist das Augen-Make-up fertig und ich muss sagen, ich finde es wirklich schön. Ich hätte gedacht, es wäre irgendwie schwieriger. Ich trage jetzt noch ein bisschen Blush auf. Dafür nehme ich hier einen von Rare Beauty und zwar in der Farbe Happy. Das ist einer von den Powder Blushes. Ich liebe die, das ist vor allem auch meine absolute Lieblingsfarbe. Man muss so ein bisschen aufpassen, weil die sind, ja, wie ihr seht, sind die extrem pigmentiert. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man durch die langen Fingernägel so ein bisschen die Feinmotorik verliert. Also man hat irgendwie nicht so ein richtiges Gefühl für Produkte und wie viel man benutzt, weil das war gerade wirklich schon eine ganze Menge. Schaut mal, wie mein Daumen rumwackelt. Was ist hier los? Was passiert hier? So. Fixe meinen Daumen wieder. Und jetzt machen wir weiter mit Highlighter. Und gerade eben habe ich ja schon gesagt, dass der, beziehungsweise dass ich hier was von der Hattie habe. Und zwar ist das von Hatice Schmidt, der Highlighter. Der ist so pretty. Den habe ich mir vor allem erst neu gekauft. Ich kriege den nicht auf. So, jetzt. Ich habe den in der Farbe Fair und der ist so unfassbar schön. Ich werde jetzt ganz vorsichtig mit meinem Finger hier reingehen. Boah, schaut euch das an. Der ist pretty. Und werdet den hier auftupfen. Oh, seht ihr das? Ich liebe diesen Highlighter. Der ist wirklich so toll von der Formulierung. Noch ein bisschen auf die Nase und auf die Lippe. Das reicht auch schon. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ich mag den mega und den kann ich euch richtig empfehlen. Wir sind fast durch. Es fehlen nur noch die Lippen. Und hier mache ich natürlich weiter mit einem Lip Liner. Ich glaube, das könnte auch nochmal eine richtig Hardcore-Challenge werden. Weil dafür braucht man auch so ein bisschen Feinmotorik, sage ich jetzt mal. Das Allerschlimmste mit diesen Nägeln ist, Dinge aufheben. Ich habe hier einen von Catrice übrigens, von diesen Color Sensations. Oder ist der von Maybelline? Wartet mal kurz. Ah, das ist nicht Catrice, Maybelline. Oh mein Gott. Ich habe meine Lippen so hardcore übermalt gerade. Oh mein Gott, das ist so kacke. Okay, mir ist gerade aufgefallen, dass ich auf jeden Fall die falsche Lip Liner Farbe habe. Die ist ein bisschen zu hell. Und ich habe dezent meine Lippen hier übermalt. Es sieht schrecklich aus. Zum Glück habe ich hier noch einen guten Lippenstift. Und zwar ist der wieder von Rare Beauty diesmal. Ich liebe diesen Mechanismus, weil den kann man hier einfach drücken. Und dann kommt der raus. Das ist die Farbe Livery. Schaut so aus. Ihr seht, den habe ich auch schon benutzt. Ich mag die richtig gerne von Rare Beauty. Den trage ich jetzt einfach mal hier auf. Das passt sowas von überhaupt nicht zu meinem Augen-Make-up. Nee, fühle ich gar nicht. Meine Lippen schauen so schlimm aus. Total übermalt und die Farbe matcht einfach nicht. Ich habe hier noch einen Lipgloss, ebenfalls von Rare Beauty. Der ist ein bisschen pinker und ich hoffe, der wird uns jetzt retten. Das ist die Farbe Nearly Rose. Schaut so aus. Den gebe ich einfach drauf. Oh ja. Guck mal, der macht das Ganze so ein bisschen mehr Rosé-Farben. I like it. Viel besser. Ich bin aber allgemein ein Mensch. Ich liebe Lipglosse viel lieber als so matte Lippenstifte. Deswegen gebe ich eigentlich immer einen Lipgloss drauf. Ja. Ist nicht mein schönstes Werk. Ne? Das ist irgendwie orange. Oben ist rosa. Mein Make-up passt definitiv nicht zusammen. Deswegen kommen wir jetzt auch mal zum letzten Step. Weil so langsam, ihr seht schon, hier und auch der hier, meine Nägel machen schlapp. Die haben keinen Bock mehr. Und ich ebenso nicht. Deswegen machen wir jetzt noch Setting Spray. Da habe ich das hier von Morphe. Das ist wie ein Haarspray eigentlich. Aber das fixiert finde ich richtig gut. Ich mag das total gerne. Ich weiß gar nicht, ob Morphe... Oh,
ob es die Marke noch gibt, beziehungsweise ob man die noch nach Deutschland bestellen kann. Aber ich habe damals in meinen Make-up-Anfängen extrem viel von Morphe gekauft, weil es einfach so, das konnte man sich leisten und die Sachen waren wirklich gut, deswegen bin ich hier sehr happy mit. Und damit würde ich sagen, ist dieses Make-up vollbracht mit den definitiv längsten Nägeln, die ich jemals hatte, und ich bin mir sicher, auch die längsten Nägel, die man irgendwo kaufen kann, weil das sind wirklich Oschis. Und so schaut das fertige Make-up aus. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr es findet. Hier oben habe ich ein bisschen gekleckert, aber ignorieren wir einfach. Wenn ich das Make-up bewerten müsste, dann würde ich sagen, die Augen sind dafür echt pretty. Die mag ich sehr gerne, ist aber vielleicht auch der Lidschattenpalette geschuldet. Die Lippen finde ich von der Farbe her schön, aber passt halt überhaupt nicht zum Look. Ich habe ein bisschen die Kontrolle verloren beim Blush und sonst ist alles relativ in Ordnung. Die Augenbrauen sind gerade so in Ordnung, würde ich sagen. Dieses Geklirre macht mich so langsam auch ein bisschen nervös. Und deswegen würde ich sagen, ist dieses Video auch hiermit zu Ende. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie euch mein Make-up gefällt und wie ihr diese Nägel findet. Könntet ihr damit klarkommen? Wenn ja, schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. Vergesst nicht, meinen Kanal unten kostenlos zu abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nie wieder ein Video, wenn ich eins hochladen sollte. Und natürlich kommt hier noch das Shoutout des Tages. Falls du in meinem nächsten YouTube-Video auch ein Shoutout haben möchtest, dann vergesst nicht, Kanal abonnieren, liken und kommentieren, und dann hast du die Möglichkeit, ein Shoutout in meinem nächsten YouTube-Video zu bekommen. Das Allerwichtigste an diesem Tag ist natürlich, fühlt euch alle gedrückt und geküsst. Seid bitte lieb zu euren Mitmenschen, das ist unfassbar wichtig. Und bis dann, tschüss! Tschüss! Oh mein Gott, ich wollte schon immer mal einen Mittelfinger mit solchen Nägeln machen. Wow!